Wenn Michael Hansen künftig hier sitzt und bettelt, dann dürfen am Ende des Monats 204 Euro in seinem Becher sein, die er behalten darf. Kommt mehr zusammen, dann muss der Hartz-IV-Empfänger das dem Jobcenter melden. So der Deal, den seine Anwältin für ihn und seine Frau mit dem Jobcenter ausgemacht hat. Da kann man mit leben. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Dass ich jetzt nicht mehr genötigt werde, da zu sitzen. Wenn ich mich da hinsetzen will, dann kann ich es freiwillig machen. Die Spenden, die der Hartz-IV-Empfänger erbettelt hatte, waren für das Jobcenter ein Einkommen, das leistungsrechtlich berücksichtigt werden sollte. Und so zog das Amt ihm 90 Euro von seinem Hartz-IV-Satz ab. Dagegen kämpfte seine Anwältin mit Erfolg. Es ist nun mal kein Gewerbe, denn das gibt das Jobcenter auch zu. Er wird kein Einnahmen- und Ausgabenbuch führen müssen und es ist auch keine Gewerbeanmeldung erforderlich, wie es mal von ihm verlangt wurde. Jetzt also eine neue Verfahrensweise, die für alle Hartz-IV-Empfänger in Dortmund gelten soll, schreibt uns das Jobcenter, um Klarheit und Sicherheit zu schaffen. Demnach sind Zuwendungen Dritter erst dann leistungsrechtlich zu prüfen, wenn sie die Hälfte des Regelleistungssatzes übersteigen. Eine Entscheidung, die wahrscheinlich auch andere Jobcenter für sich prüfen werden, erklärt uns die Bundesagentur für Arbeit in NRW. Das Jobcenter spricht zwar von seltenen Einzelfällen, aber Menschen, die Hartz IV erhalten und trotzdem betteln, Pfandflaschen sammeln oder Obdachlosenzeitungen verkaufen, gibt es überall im Land. Auch Helmut Steinmetz gehört dazu. Verkauft das Straßenmagazin 50/50, seit er seinen Job und seine Wohnung verloren hat. Hartz IV reicht ja nicht aus, deswegen möchte ich mir da ein bisschen hinzuverdienen. Und ich finde es auch wichtig, etwas Produktives zu machen, um auch so auf die Art und Weise wieder in den Arbeitsprozess hineinzugelangen. Bundesweit gäbe es eine Absprache unter den Straßenmagazinen, erklärt uns Streetworker Oliver Ungaro, dass das Geld, was hier verdient bzw. erbettelt wird, nicht auf die staatlichen Leistungen angerechnet wird. Da wird sich auch eigentlich überall dran gehalten. Es gibt eigentlich immer nur einzelne Sachbearbeiter in Jobcentern, die dann meinen, diese Regelung irgendwie auf den Kopf stellen zu müssen. Und dann kommt es zu so Fällen wie in Dortmund. Doch was ist mit denen, die ihren Hartz-IV-Satz nicht mit Betteln, sondern mit einem Job aufbessern, fragen wir den Sozialrechtsexperten. Der Bettler darf nach der Entscheidung aus Dortmund rund 200 Euro behalten und der erwerbstätige Hartz-IV-Empfänger? Dort wird alles beim Alten verbleiben. Diese Menschen haben lediglich eine Anrechnungsgrenze von 100 Euro. Das heißt, sie dürfen 100 Euro aus der Nebenbeschäftigung behalten. Den Rest müssen sie sich auf ihre Leistungen anrechnen lassen. Ungerecht finden das Michael Hansen und seine Anwältin nicht. Freiwillig sitze er schließlich nicht auf der Straße. Vom Regelsatz gut leben zu können, das wäre für alle Menschen gerecht.